Moin Moin Seekhaus-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekhaus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships, und ihr seid bei der nächsten Flaschenpost, die heute versprochen kürzer wird als die letzten, wo wir so viel Content reingebracht haben, Nachrichten für euch, die wichtig waren. Heute gibt es kurz und kompakt wieder die Möglichkeit, ihr könnt an der rechten Seite wieder sehen, wie unser Inhaltsverzeichnis ist, ihr könnt dieses Inhaltsverzeichnis dann auch so ein bisschen folgen. Und dann gegebenenfalls auch vorspulen, wenn euch nur bestimmte Themen interessieren. Dafür haben wir es extra angelegt. Kommen wir direkt zum ersten Thema. Und zwar das Wargaming Center Update. Ihr habt es vielleicht mitbekommen oder vielleicht auch gar nicht. Ja, oder ihr benutzt das Wargaming Center überhaupt nicht. Aber es gehört zum Wargaming-Universum dazu. Also berichten wir darüber. Es gibt drei neue Features. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit zu erkennen, ob ihr versehentlich die Caps-Taste aktiviert habt. Ne? Manchmal kennt man das ja, kommt so komisch irgendwie drauf, hat die Caps-Taste aktiviert. Das wird euch jetzt beim Login, den ihr da im Wargaming Center hinterlegen könnt, angezeigt. Der nächste Punkt ist, dass der Wargaming-Code jetzt in Zukunft auch über das Wargaming Center zu aktivieren geht. Man klickt hier oben rauf, ja, hier oben auf den Account, und dann kann man hier Wargaming-Code aktivieren klicken und landet am Ende dann auf dieser Seite hier. Da kann man den Code eingeben, drückt auf Einlösen, fertig. Alternativ dazu gibt es natürlich über die World of Warships Seite noch die Möglichkeit, man klickt hier oben auf den Namen, dann geht der Reiter runter, drückt hier auf Wargaming Code, landet auf der gleichen Seite. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, um den Bonuscodes, die ihr auf unserer Seacrowd Seite zum Beispiel bei Facebook findet, in unserem Discord, dann aber auch natürlich in World of Warships Gruppen bei Facebook, manchmal auch im Forum, oder halt einfach bei Livestreams von Wargaming zum Beispiel bekommt oder von anderen Kontributoren. So, und dann geht's weiter. Punkt Nummer 3 ist, dass der Hilfebereich im Wargaming Center erweitert wurde. Und zwar gibt es jetzt den Bereich Meine Tickets, Game Center Hilfe, Wargaming Spieler Support. Das sind jetzt die drei Punkte, die ihr hier direkt aufrufen könnt, sodass ihr auch schneller verfolgen könnt, ob es jetzt irgendwie eine Antwort erfordert, euer Ticket oder nicht, und wie der Bearbeitungsstatus ist. So, das war's zum Wargaming Center. Eine Sache noch, wenn ihr möchtet, wenn ihr diese Center installiert haben wollt sozusagen oder nutzen wollt auf eurem Rechner, dann klickt ihr unten auf den roten Button, könnt ihr das Wargaming Center runterladen und dann wird World of Warships zum Beispiel auch integriert in diese Center. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Instanzen von Spielen benutzt, also ihr könnt auch World of Warships in drei Instanzen installieren, all so eine Sachen ist alles möglich, World of Warplanes, World of Tanks und was noch alles für andere Spiele für Wargaming so erschienen sind oder noch erscheinen werden, sind alle über dieses Center aufrufbar und ihr habt dann eine Software, wo alles erreichbar ist, wo auch das Update quasi automatisch runtergeladen wird. Also eine ganze Geschichten. Im Hintergrund könnt ihr das aktivieren. Also das ist schon ganz angenehm geworden und hat sich sehr positiv verändert. So, nächster Punkt ist dann das Rama-Dama-Event. Rama-Dama findet am 9. März 2019 ab 19 Uhr wieder statt. Das heißt Community versus Community-Kontributoren, so ist der Kernpunkt. Es werden verrückte Spiele gespielt, und zwar sowas wie Reise nach Jerusalem zum Beispiel. Also sind sehr, sehr spannende Geschichten. Ich werde auch daran teilnehmen. Hier steht, dass ich quasi als Spielleiter und als zusätzlicher Streamer für das Event eingesetzt werde. Er konnte mich bequatschen, kann man sagen. Nein, ich habe es natürlich sehr gern gemacht. Ihr wisst, Butterkeks war auch so vor kurzem Gast in meinem Stream hier. Und von daher wir hatten schon vorher ein paar Verbindungen und haben jetzt halt zusätzliche Verbindungen. Und ich werde ihn dann mit unterstützen. Am 9. März werde ich das live streamen bei uns auf dem Kanal hier auf YouTube und natürlich dann auch als Spielleiter fungieren. Es ist auf jeden Fall ein Event zum Anfassen, die Kontributoren kennenlernen, einfach mal mit denen losquatschen, was euch so bewegt, und einfach mal ein lockerer Austausch. Ich kann euch dazu nur ermutigen, die Leute sind alle locker drauf, auch wenn sie YouTube- oder Twitch-Stars sind teilweise. Und ja, deswegen kommt vorbei, fahrt eine Runde, habt Spaß und stellt eure Fragen, die ihr immer schon mal loswerden wolltet. Wie gesagt, hier sind die Einladungen und den Link findet ihr dann unten im YouTube-Video im YouTube-Beschreibungsbereich. Da findet ihr den Link auf diesen Artikel. Und wir haben hier natürlich auch einen schicken Trailer, den ich euch auch mal gern ans Herz legen werde, weil der ist echt ganz cool geworden. Geht so ein bisschen unter die Haut, wird mit Gänsehauteffekt, kann man schon so sagen. Also von daher viel, viel Spaß dabei. Ja, und
ja, ich bin mal gespannt. Ich habe sowas wie gehört, man könnte da eventuell auch irgendwas gewinnen. Nichts Genaues weiß man nicht. Also einfach mal eintragen auf der vierten Seite hier. Könnt ihr runterscrollen. Ja, ich mache es jetzt natürlich gerade kompliziert. Hier einfach auf die vierte Seite klicken. Dann umso mehr Leute sich da schon mal eintragen, umso einfacher ist es zu organisieren, das Event. So dass ihr auch ja, dann da erfasst seid. Und dann weiß man ungefähr, wie viele Spieler kommen. Und wie viele Kontributoren wir brauchen sozusagen, um das Event vernünftig durchzuführen. So, und das war es jetzt zum Rama-Dama-Event. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne unter dieses Video. Butterkeks ist auch bei uns im Discord vertreten. Da könnt ihr ihn auch anschreiben. Ihr könnt ihn auch selber direkt anschreiben. Also ist auf jeden Fall eine Sache, die sich lohnt. So, jetzt aber geht's weiter. Super Test-News. Wir haben schon vor einiger Zeit die Übersetzung dafür gemacht und zwar gestern Mittag habe ich übersetzt, welche neuen Veränderungen es bei den Supertests sozusagen gibt. Und zwar der italienische Zerstörer Leone, der Tierstufe 6, der wird verändert und zwar wird er so ein bisschen in Richtung der Farragut angepasst sozusagen. Der Nebelwerfer der Farragut wandert als Kopie auf die Leone und ja, ihr seht jetzt hier die veränderten Zeiten. Und ja, das soll den Charakter der Leone nicht zerstören, aber einfach ihn der Leone ermöglichen, vernünftig Schaden machen zu können überhaupt. Weil die Geschütze recht langsam drehen und die Zielwinkel halt einfach auch nicht die optimalsten sind. Nichtsdestotrotz wurde auch noch die Mündungsgeschwindigkeit erhöht und der AP-Alpha-Damage der Granate sozusagen wurde auch leicht nach oben angepasst, sodass man ein bisschen mehr Damage mit dem Schiffchen macht und halt jetzt als Nebel zur Verfügung hat. Ich bin mal gespannt, ob das dem Schiff zu dem Schaden verhilft, was Wargaming gerne sehen möchte. Dann geht's weiter. Sowjetischer Zerstörer Neustrashimi, Tierstufe 9. Hauptbatterie kann sich jetzt um 360 Grad drehen. Das heißt, ihr seid nicht mehr davon abhängig, dass das Geschütz immer total schnell dreht, weil er von rechts nach links drehen muss, sondern er dreht einfach den kürzesten Weg und fertig ist der Lack. So, dann werden da mächtigere Torpedos auf dem Dampfer verbaut. Das soll die Rolle der Neustrashimi als Torpedozerstörer betonen. Und so haben wir jetzt eine Nachladezeit von 125 Sekunden statt 131 und der Torpedoschaden wurde deutlich erhöht, nämlich über 3000 Punkte im Alpha-Wert. Nächster Punkt ist der japanische Kreuzer Yahagi, Tierstufe 5. Der hat jetzt einen separaten Slot für Motorboost bekommen. Eine verkürzte Ruderstellzeit auf 5,1 Sekunden, also das ist schon fast zerstörermäßig. Dann gibt es Torpedos, die jetzt 12 Kilometer weit schwimmen, aber dafür langsamer sind, nämlich 60 Knoten. Die Erkennbarkeitsreichweite liegt bei 1,6 Kilometer und der Alpha-Damage der Torpedos wurde auch verändert, nämlich reduziert auf 17.233, weil ich für 4 Stufe 5 trotzdem sehr, sehr, sehr hoch halte. Ja, wenn da ein Torpedo trifft und die Schiffe haben in der Regel nicht so eine hohe Torpedoschadensreduktion, dass man, oh, da kann man schon ganz schön was leiden. Wenn ich mir da jetzt überlege, mit der Julius Cesare so ein Torpedo zu schlucken, da bleibt ganz schön was kleben an deinem Schiff. Wobei man auch sagen muss, dass bis dieser Dampfer kommt, die Flutungsautomatik, also die Flutungsmechanik, wie viel Flutungsschaden man nimmt, natürlich jetzt auch überarbeitet wird. Und damit vielleicht auch noch nicht mehr ganz so groß das Problem mit dem Flutungsschaden ist. Aber ja, der Alpha-Damage ist trotzdem recht hoch, wie ich finde. So, erhöhte Mündungsgeschwindigkeit um 25 Meter auf 850 Meter die Sekunde. Das erhöht die Penetrationskraft der Granaten, die in der Vergangenheit da nicht so positiv wahrgenommen wurden. Dann geht's weiter mit dem deutschen Schlachtschiff Viribus Unitis. Auch die Tierstufe 5 jetzt, nämlich vorher war das Schiff auf Tierstufe 4 und dafür war es einfach zu stark. Oder man hätte jetzt einfach extrem weit nerven müssen und da wäre die Wiedererkennbarkeit des Schiffes wahrscheinlich ja sehr, ja, hätte darunter sehr gelitten. Und somit hat man sich entschieden, das Schiff auf Tierstufe 5 hochzuschieben. Und jetzt werden die Werte halt für Tierstufe 5 ein bisschen noch angepasst. Sekundärbewaffnung wird erhöht, die Sichtbarkeit außerhalb des Nebels 12,5, innerhalb des Nebels nach schießender Hauptbewaffnung 9,54 Kilometer steht jetzt hier. Die Reichweite wird erhöht auf 16 Kilometer. Sigma wird deutlich erhöht, 0,3 Punkte ist sehr, sehr hohe, ist ein sehr, sehr hoher Wert, der da dazu kommt. Turmdrehzeit wird reduziert, Nachladezeit wird reduziert, also das ist ein richtiges Buff-Schiff, könnte man jetzt meinen. Da bekommt man echt eine Menge dafür. Auch die verlängerte Scharfschaltungszeit der AP-Granaten sorgt eben dafür, dass die Granaten, die das Schiff abschießt, hauptsächlich gegen andere Schlachtschiffe eingesetzt werden sollten. Das kann man auch hier schon mal festhalten.
So, und dann kommen wir schon zum nächsten Schiff und das ist dann wieder ein Nerf, nämlich die Azuma. Ist kein T10-Schiff mehr, sondern ein T9-Schiff. Und damit einhergehen eine Reduzierung der Sekundärreichweite, eine Reduzierung der Trefferpunkte und zwar um gigantische 13.500 Punkte ungefähr. Dann die Panzerung des Mittelteils wird reduziert um 5 mm auf 25 und die hydroakustische Suche wird entfernt, die Nachladezeit wird verlängert von 18 auf 20 Sekunden und die Streuung der Granaten, das ist aber wahrscheinlich doch eher ein Buff, sage ich jetzt mal. Die Kreuzer haben sowieso immer eine höhere Genauigkeit mit ihren Granaten und die Genauigkeit wird den Dampfer der Azuma jetzt hier hinzugefügt, anstatt die Streuung der Großkreuzer. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das eben nicht die Streuung der Stalingrad werden sollte, sondern die der Kronstadt, dann ist das sicherlich gar nicht mal so schlecht, dass sie jetzt sich an Standardkreuzern orientieren, da die Kronstadt jetzt, naja, so super genau ist die Kronstadt jetzt nicht. Ja? Die Stalingrad ist schon sehr, sehr viel genauer. Wir haben ja neulich erst eine Schiffsvorstellung für euch gemacht. So, ihr könnt mir gerne in die Kommentare da lassen oder in die Kommentare schreiben, was ihr von den ganzen Änderungen haltet. Auf welches Schiff freut ihr euch? Auf welches Schiff freut ihr euch nicht? Oder ärgert euch sogar, dass das Schiff ins Spiel kommen soll? Das würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen was zuschreibt unter dem Video. Ne? Und dann geht's weiter. Und zwar das Sichtbarkeitssystem. Wir hatten gestern in der Flaschenpost über das Update 080 berichtet und da in dem zweiten Absatz darüber geredet, dass das eine Änderung im Sichtbarkeitssystem geht. Und zwar soll ein Fehler behoben werden. Aktuell ist die Mechanik halt so, dass wir auf ein Ziel schießen und dann halt voll entdeckt werden. Also nehmen wir jetzt als Beispiel mal eine Erkennbarkeitsreichweite danach, nach dem Schießen von 16 Kilometer. Und wir schießen und fahren danach außerhalb der Sichtlinie, also hinter eine Insel oder hinter eine Nebelwand oder in eine Nebelwand. Wenn wir in eine Nebelwand reinfahren, dann ist es aktuell so, dass die Sichtbarkeit unseres Schiffes sofort reduziert wird und zwar dann sofort auf 2 Kilometer, also die gesicherte Entdeckung. Und wir können dann auch 1 Sekunde später oder 2 Sekunden später schon wieder aus dem Nebel rausfahren und bleiben nicht mehr entdeckt. Ja, wenn sich das Schiff nicht weiter genähert hat, was man beschossen hat. In Zukunft. Und das ist eigentlich ein Fehler im System, das wollte ich noch dazu sagen. Es ist eigentlich ein Fehler im System, denn programmiert sollte es eigentlich wie folgt sein. Das Schiff, wir schießen auf ein Schiff und dann wird plötzlich die Sichtbarkeitslinie oder die Sichtlinie unterbrochen. Durch eine Insel, durch eine Nebelwand oder durch Nebel. Und der Timer von diesen 20 Sekunden, die man dann verlängert, entdeckbar ist oder erhöht entdeckbar ist, beträgt ja immer 20 Sekunden und wie gesagt, der wird halt jetzt nicht mehr unterbrochen, wie es in der Vergangenheit war, sondern er wird einfach, er tickt im Hintergrund weiter. Das heißt, ihr fahrt in den Nebel rein und fahrt versehentlich oder mit Absicht innerhalb von, ich sag mal, 5 Sekunden schon wieder aus dem Nebel raus oder als Beispiel 10 Sekunden. Ja, zumindest schneller als der Timer für die 20 Sekunden für das Geschützschießen abgelaufen ist. Dann seid ihr sofort wieder voll entdeckt, weil die Entdeckbarkeit wieder auf eure volle Reichweite hochschnellt, nachdem ihr aus einer Insel, hinter einem Nebel oder aus dem Nebel rausgefahren seid. So soll diese Mechanik funktionieren und so wird sie auch mit 080 ins Spiel kommen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen besser aufpassen, wann ihr wohin schießt. Das hat jetzt einen Sturm der Entrüstung in der Community ausgelöst. Und man hat sich sehr, sehr schnell dafür stark gemacht und auch Wargaming hat hier sehr, sehr schnell eingelenkt und hat gesagt, ja, okay, wir haben schon mitbekommen, dass diese Mechanik, obwohl es ein Bug im System ist, für euch gut funktioniert und wir werden das auch wieder zurückändern. Also sie entfernen jetzt erst den Fehler aus dem System, reparieren das System komplett mit 080, so wie die Mechanik ursprünglich funktionieren sollte seit Patch 079. Und danach wird mit dem Patch 081 bis 083 irgendwann in diesen 3 Patches, sehr wahrscheinlich mit 082 oder 083, dann die neue Mechanik, so wie ihr sie jetzt schon habt, also vor dem Patch 080, als Feature sozusagen integriert werden. So ist jetzt die aktuelle Aussage im Forum von Wargaming oder im Forum von World of Warships. Wichtig ist erstmal, dass die fehlerhafte Mechanik, ja, beseitigt werden muss und eine dann bewusst implementierte Mechanik
integriert wird und dann das Schiff schießen und entdecken und so weiter wieder so funktioniert, wie ihr es jetzt schon kennt. Aber wir werden halt ein oder zwei Update-Zyklen mit der veränderten Mechanik leben müssen. Das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Gut. Und dann kommen wir noch zu dem letzten Punkt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Der letzte Punkt sind nämlich sowjetische Schlachtschiffe. Da will ich jetzt gar nicht so weit groß drauf eingehen, weil Folgendes eben ist, wir haben ja die sowjetischen Schlachtschiffe auch bei uns hier auf der Seite vorgestellt. Es gab dann auch viele, die halt gesagt haben, ja, die wären OP und hast du nicht gesehen. Ist ja so typisch, sind ja russische Programmierer, also kommen die russischen Schiffe mit, natürlich mit ganz viel Bonis und so weiter um die Ecke. Ja, Wargaming hat jetzt hier einen Artikel in Englische geschrieben, wir haben es in Deutsche übersetzt für euch, wo sie ein bisschen Stellung dazu nehmen, wie die russischen Schlachtschiffe verwundbar sind, was sie auszeichnet, was sie eben nicht so auszeichnet und ja, vielleicht solltet ihr einfach mal durchlesen, wenn ihr da Befürchtungen habt. Ich denke, das ist für den einen oder anderen von euch sicherlich interessant. Ja, und dann kann ich euch natürlich noch ans Herz legen, der Februar kommt. Der Februar ist traditionsgemäß der Geburtstagsmonat von SeaCrowds. Wir werden im Februar 2 Jahre alt werden als Clan. Und wir sind ein Streamer- und Fun-Clan. Und ja, ihr werdet natürlich die Chance haben, im Laufe des Februars bei uns mal wieder so ein paar Kleinigkeiten mitzunehmen und vielleicht auch das eine oder andere größere mitzunehmen. Als liebgemeinter Hinweis von meiner Seite, wenn ihr an diesem Gewinnspiel in den Livestreams mit dran teilnehmen wollt, dann haltet euch ran, denn wir führen zum 1.2. eine Beschränkung ein, nämlich dass eine Viewtime von mindestens 4 Stunden auf unserem Kanal existieren muss, um in Livestreams etwas gewinnen zu können. Das ist eine Ankündigung, die da ja, dann ab 1.2. umgesetzt wird. Ich hatte es auf unserem Kanal schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich möchte einfach den Stammzuschauern die Gewinne auch ermöglichen sozusagen und einfach sicherstellen, dass es in Anführungsstrichen ja, nicht jemanden erreicht, der mal für 2 Minuten da gewesen ist und ja, eigentlich dann gleich wieder geht und der Rest ist eigentlich egal. Ja, wenn man uns unterstützen möchte, unsere Sache hier gut findet, dann ist es derjenige, der belohnt werden soll, ja, der an dieser Verlosung auch partizipieren soll. Und ja, wir wollen das halt sicherstellen, indem wir eine 4-Stunden-View-Time-Grenze für den Anfang einführen. Ich hoffe, ihr könnt das soweit nachvollziehen und ja, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, die Flaschenpost und so weiter euch auch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Däumchen nach oben da lasst. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, gerne auch ein Abo da lasst. Konstruktive Kritik ist natürlich immer erwünscht und ihr könnt uns gerne auch dazu zu dieser Flaschenpost wieder Kritik da lassen, wenn ihr möchtet, in den Kommentarbereich unter dem Video. Dann würde ich mich natürlich trotz alledem auch über Weiterempfehlungen an eure Freunde und so weiter sehr freuen. Und wenn ihr weiteres Feedback habt, immer her damit. Also wenn euch irgendwas fehlt in der Flaschenpost, über irgendwas haben wir nicht berichtet, was euch aber irgendwie wichtig ist, dann schreibt es mir und ich schaue mir das an und dann bewerten wir, ob wir das in die Flaschenpost mit aufnehmen oder nicht. Ne? In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video hier auf dem SeaCrowds-Kanal. Bis dahin, euer SeaCrowds-Team, euer Marara. Ciao, ciao.